Ich weiß gar nicht, was ich zu den ganzen Entwicklungen noch sagen soll. Das Ganze ist einem irgendwie stark die Worte raubend. So, da kommen wir nicht lang. Da ist ein Tor zu. Das habe ich gerade gesehen. Das habt ihr auch gesehen. Wurzeln. Ja, das war blöd. Mir ist vor Schreck das Herz in die Hose gerutscht. Anscheinend verfügt dieser Übergang nur in der Mitte über eine Stütze. Er kippt aufgrund unseres Gewichts. Wenn wir nur etwas finden könnten, womit wir ihn herunterdrücken können. Wie wäre es, wenn wir uns in zwei Gruppen aufteilen würden, von denen eine das Gewicht ist? Und wie sollen wir dann unseren Weg gemeinsam fortsetzen? Wir sollten uns etwas anderes einfallen lassen. Was ist los, Presser? Presser. Dieser... Ich verstehe. Das sieht aus, als könnte es funktionieren. Ja, ich denke, ich weiß, was Sie meinen. Diamantenschienen gefunden. Oder Diamantschienen. Jawohl. Okay, ich dachte, hier oben wäre eine Kiste gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, es ist ärgerlich, aber... Okay, aber wie komme ich denn da hin? Ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Mit mir? Ja, denn Sie wirken am vernünftigsten von allen hier. Wir werden uns in große Gefahr begeben. Wir müssen uns vorher entscheiden, welches Leben Priorität besitzt. Verstehe. Diese Art von Gespräch würde Leute sicherlich wütend machen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Lloyd, wir müssen ihn beschützen. Wir haben nur eine Hoffnung, Mythos unmenschliche Kräfte zu überstehen. Und die liegt in Lloyds besonderem Exvier. Ja, ich weiß zwar nicht, welche Kraft darin verborgen ist, aber wir müssen auf das setzen, was uns die besten Chancen bietet. Verstanden. Wir müssen alles tun, um Lloyd zu beschützen. Ja, diese Art von Gespräche sind echt nicht besonders angenehm, denke ich mal. Gerade für den, um den es geht. So, allerdings habe ich immer noch das Problem, dass ich nicht weiß... wie ich hier vorankommen soll. Ach genau, ich habe noch eine Sache vergessen, nämlich Photon und Ray. Und Lightning und Thunderblade. Was war das denn? Indignation, Genius. Dann tut es mir leid, aber das ist natürlich eine Sache... Da hört er ja auch schon im Hintergrund das Gedingse, das Gebohre. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch gut verstehen. Beziehungsweise vielleicht hört ihr es ja auch gar nicht. Also zumindest eben an einigen Stellen habe ich es rausgeschnitten, weil ich an den Stellen nichts gesagt habe. Allerdings finde ich es blöd, wenn ich jetzt einfach zu lange nichts sage. Und deswegen versuche ich da so ein bisschen gegen anzureden, sage ich mal. Und dank den Einstellungen des Mikros sollte da eigentlich auch nicht allzu viel bei euch ankommen. Aber das sehen wir dann. Das kann ich euch jetzt aus der Aufnahme natürlich noch nicht sagen. So, ich habe gar keinen Mana mehr, fällt mir gerade auf. Boom. Also werde ich das jetzt einfach mal priorisieren. Jetzt nochmal weiter gucken. Komme ich da denn nicht
Nee, auf die andere Seite komme ich nicht. So, hier komme ich auch nirgendwo hin. Aber vielleicht... Moment, ich habe noch eine Idee. Und zwar, wenn ich jetzt hier drauf springe... Genau das. Müsste das ja so funktionieren. Okay. Und übrigens, der Genius, der hat Bedenken. Mein Herz schlägt aus irgendeinem Grund wild. Was ist denn los? Ich bin vermutlich besorgt. Ich weiß nicht wieso. Ihr seid doch alle bei mir. Grundlose Besorgnis ist bedeutungslos. Geben wir unser Bestes, Genius. Aber es ist wahr. Nachdem was mit Zelos passiert ist, da sollte man sich schon Sorgen machen. Es wird schon alles gut gehen. Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir nur zusammenhalten. Ja. Ja, du hast recht. Hoffen wir es, mein lieber Lloyd. Hoffen wir es. Hier ist auch eingebrochen. Also, ne? Der Gang ist eingebrochen. Und dann schauen wir mal. Das sind wieder viele Wurzeln. Ah ja, okay. Ich dachte schon, ich krieg die nicht auseinander, aber... Kiste, Kiste. Irgendwie habe ich das Gefühl... Hanumans Stab. Das erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe. Saruman hieß der, glaube ich, ne? Ja. Ogre-Axt. Glückwunsch, Prisea. Dich möchte ich übrigens auch nochmal hier drin haben. Ich werde jetzt bei Lloyd bleiben, einfach weil der Kampfstil mir einfach am ehesten liegt. Und Zelos und Kratos ja beide inzwischen verschwunden sind. Auch eine schöne Waffe. Auch wenn sie ein bisschen pink war, glaube ich, aber das ist... Ja, ist ja okay, solange die Waffe gut ist, ne? Dann darf sie von mir aus auch pink sein. Da finde ich, sollte Oberflächlichkeit nicht so viel zählen. Okay. Wow. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen, danke. Was haben wir hier noch? Da ist eine Treppe. Ah, jetzt ist die Tür offen, das ist gut. Das Ganze ist ja, glaube ich... So war es jetzt nicht gedacht, aber egal. Ach, jetzt haben wir wieder hier diese kleinen... Ah, was die da für eine Axt hinter sich her schleift, ey, Alter. Habe ich bei Genius eigentlich Lightning auch ausgemacht? Ja, habe ich. So, diese kleinen Viecher müssen ja jetzt eigentlich... Ja. Gut. Ich sammle noch ein bisschen Mana, dann muss ich keine Tränke dafür ausgeben, beziehungsweise keine... Wie heißen die Teile noch? Entschuldigung, muss ich wieder gehen. Gele, genau. Orangengele. Muss ich die nicht dafür ausgeben? So, das war's auch schon, glaube ich. Aber gerade hier gucken. Ne, da kommen wir her, bla bla. Gut. Gut, gut. Mit dem Speichern ist für mich ja immer so eine wichtige Geschichte. Okay. Jetzt immer mal gucken, was haben wir noch hier? Himmelsrobe. Ja, wird wahrscheinlich... Genau. Gewand aus unsichtbaren Nähten. Und was haben wir hier? Da oben ist noch was. Ah ja, eine Kiste. Ich fände mal neue Schwerter für Lloyd cool. Energietabletten. Ja, nee, das ist keine Waffe.
Leider, leider nicht. Kam ich hierher oder sowas? Nee, ich kam von da oben. Hier sind auch noch so Dinge. Ah ja, hier sind noch Kisten, genau. Wenn nämlich ein Gang... Oh, Sternrüstung, cool. Wenn nämlich ein Gang mir zu weit weiter geht, ne, dann kennt ihr das ja, dann... Harnisch aus Sternenmagie, feuerfest. Cool. Dann gehe ich lieber nochmal zurück, weil ich denke, dann die anderen Kreuzungen werden, sind dann wahrscheinlich Items gewesen. Okay, genau. Dem war auch so. Diese langen Dungeons. Ah ja, das sieht nach... Richtig, ja, das sieht richtig aus. Die gehen einem manchmal schon auf die Nerven, aber das war jetzt in Ordnung. Was habe ich hier eigentlich? Ein Degen, der einst einem bekannten Edelmann gehörte. Okay. Phönixgewand. Cool. Da finde ich es ein bisschen schade, dass die das nicht anhaben. Muss ich jetzt ehrlich so sagen, aber... Hallo? Hallo? Ah ja, genau. Ich meine doch, so muss das doch gehen mit den Wurzeln. Na dann. Boots. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Ach je. Gut, da war die Tür. Die war ja dann wahrscheinlich nicht nur zum Speichern, sondern... Beziehungsweise wahrscheinlich hauptsächlich eher für den Rückweg. Und glücklicherweise ist die ja auch nicht weit... Oh. Nicht allzu weit weg. Hier meine ich, war das doch dann die Treppe runter, genau. Okay. Dann müssen wir nämlich immer mal voran machen, weil immer noch hat Pronyma Colette. Und das ist natürlich nicht so schön, ne? Sollten wir vielleicht gucken, dass die da wieder rauskommt. Hier. So. Wenn man die Chance gerade hat, kann man auch mal eben speichern und dann... Oh ja, jetzt müssen wir natürlich erst nach unten. Die Truhe habe ich aufgemacht, ne? Das ist gut. Wäre sonst sehr ärgerlich gewesen. Naja, und blöd wäre gewesen, wenn der Fels jetzt den gesamten Weg versperrt hätte, aber... Zack. Sehr gut. Nur was ich nicht so ganz glauben kann... Ah ja, Sternenpanzer, cool. Ist, dass der Fels so schwer ist wie wir. Als Gruppe, obwohl doch, vielleicht. Nun gut, dann wollen wir uns mal warpen. Ja, das sieht so aus, als könnte es schon das Ziel sein. Ja. What's going on? Oh je. Angels. Here they come. You are going down. Oh ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Na komm. So, das ist schön.